und herzlich willkommen zum Ansbacher Ostermarsch. Stärke! Ohne Hilfe! Okay. Und als Beginn möchte ich die Ivana Schildbach als zweiten musikalischen Beitrag ankündigen. Sie ist Ansbacher Singer-Songwriterin, war schon das letzte Mal beim Ansbacher Ostermarsch mit ganz tollen Songs dabei. Und wir freuen uns auch dieses Mal wieder für dich. Auf dich. Danke, Boris. Es ist mir immer eine Ehre, hier spielen zu dürfen. Ich spiele heute drei Lieder für euch. Das erste heißt Change the World. Und das sind alles eigene Songs. But mama, how can I change the world? Can I make people be heard? Should I just live my life? Can I end this endless fight? Oh, mommy, I don't. Mommy, I don't. I don't wanna close my eyes. Mommy, I won't. Mommy, I won't. I won't close my eyes. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ivana. Und herzlich willkommen zum Ansbacher Ostermarsch 2019. Es freut mich wirklich außerordentlich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen am Martin-Luther-Platz in Ansbach zusammengekommen sind, um ein starkes Signal für Frieden statt Abrüstung zu setzen. Und die Motivation mag unterschiedlich sein und ich möchte vielleicht mal vier davon nennen. Es sind hier Menschen da aus unseren Stadtteilen, aus dem Landkreis, die persönlich betroffen sind durch Fluglärm, durch Abgase. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den Wolfgang Lederer als Arzt nachher ansprechen will. Und ihnen geht es um Gleichberechtigung. Und vielleicht wisst ihr, in den USA, da gibt es ein Überflugverbot von Wohngebieten und Mindestabstände und in Ansbach soll das nicht machbar sein. Und 10 Jahre sind es jetzt bald auf den Tag genau her,
die Stadtratskollegen Hannes Hüttinger von der BAP, Markus Fabi von der SPD, die wissen das. Und es ist einfach nicht hinnehmbar, dass sowas in Ansbach nicht möglich ist. Und ich erinnere Ihnen nur daran, es gibt in den USA genug unbewohnte Gebiete, um Krieg zu üben. Und zum Zweiten geht es natürlich auch um den Faktor Stadtentwicklung. Wo soll unsere Stadt hinwachsen? Kann unsere Stadt überhaupt noch wachsen? Wir haben vor 2 Jahren einstimmig als Stadtrat beschlossen, ja, wir wollen die Hochschule erweitern auf den Flächen der ehemaligen Bartenkaserne. Passiert ist seitdem nichts. Keine Altlastenuntersuchung, keine vorbereitenden Maßnahmen, einfach nichts. Gleichzeitig steigen in Ansbach die Mieten wie sonst nirgendwo in Franken. Gleichzeitig haben wir kaum noch Gewerbegebiete in der Stadt. Wir planieren unsere Wiesen zu, wir versenken Grünland unter Beton und wir könnten eine Alternative schaffen, nämlich, dass wir in Katterbach Gewerbeflächen voll erschlossen bauen, auf dem Ullers Wohngebiete und Bildungseinrichtungen auf der Schippenkaserne schaffen. Das ist die Ansbacher Zukunft und eben nicht das Militär, liebe Freundinnen und Freunde. Und zum Dritten, es geht um unsere Umwelt und es ist gut, dass Klimaschutz, dass der Klimawandel diskutiert wird in der gesamten Republik. Nur eins ist auch klar, wer Klima vor Ort schützen will, der muss dafür sorgen, dass diese Basis geschlossen wird. Denn die US-Armee ist Klimakiller Nummer 1 in unserer Region. Allein die Flüge der Hubschrauber verbrauchen mehr Kerosin, also mehr Benzin, als alle in Ansbach gemeldeten Fahrzeuge zusammen. Und jetzt haben wir ja seit 4 Jahren noch die Problematik mit der PFC-Verseuchung. Wir wissen seit Februar diesen Jahres, dass der erste Ansbacher Hausbrunnen verseucht ist. Die Probleme haben nicht nur wir, die Probleme gibt es auch in Japan. Deswegen begrüße ich heute ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen des japanischen Fernsehens. Wir werden da demnächst in den Hauptnachrichten zu sehen sein. Das ist auch eine schöne Sache. Unschön ist es aber die PFC-Verseuchung. Und in 4,5 Jahren schafft es die US-Armee nicht, ein Sanierungsgutachten vorzulegen. Wahrscheinlich, weil sie diese Vergiftung nicht bezahlen will. Und auch das ist inakzeptabel. Und deswegen brauchen wir, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man sagen, diese Basis kann nicht länger in dieser Form existieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, das, was uns aus verschiedensten Motivationen mögen wir hier sein, aber das, was uns heute wirklich vereint, ist das Thema heute am Ostermarsch. Die Ostermärsche gibt es ja seit 1958. Heute geht es um Krieg und Frieden. Und da muss man sich wirklich anschauen, es ist ja nicht so, dass die US-Armee zum Zwecke der Landesverteidigung da sind. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das kann man nicht einmal mehr den kleinen Kindern erzählen. Nein, es geht ganz konkret darum, wir sind eine Kriegsdrehscheibe. Wir waren das im Irak, in Afghanistan, in Libyen und so weiter. 100.000 Tote, Millionen Flüchtlinge und wer Fluchtursachen beseitigen will, der muss die Basis Katterbach schließen. Ansonsten ist es unglaubwürdig, wenn er Flüchtlingspolitik betreibt. Und jetzt kommt ein Donald Trump her und sagt, ihr Deutschen, ihr müsst mindestens 2% eures Bruttoinlandsprodukts für Rüstung, für Waffen ausgeben. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Damit würden wir mehr ausgeben als ganz Russland. Damit würden wir deutsche Steuergelder, die doch fehlen in Krankenhäusern, die doch fehlen in den Schulen, in die Rüstung pumpen, nur weil der Herr Donald Trump das will. Und es muss endlich Schluss sein, dass wir als Schoßhündchen auf dem Irrlicht hier im Weißen Haus sitzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine europäische Emanzipation von den USA anstatt US-Aufrüstung in Europa bekommen. Und deswegen ist unser Einsatz heute auch ein Einsatz für das Friedensprojekt in Europa. Und ich danke euch, dass ihr mit so langem Atem hier mitmacht, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist völlig klar, wir schaffen mit unserer Bewegung hier nicht den Weltfrieden. Aber wir haben es in der Hand, durch die zivile Umnutzung unsere Welt ein kleines Stück weit friedlicher, ein kleines Stück weit lebenswerter zu machen. Und weil wir nur eine Welt haben, ist dieser Einsatz so wichtig. Lasst uns weitermachen und ich bin überzeugt, wir kommen Schritt für Schritt zum Ziel. Vielen Dank. Thank you.
So, mein nächster Song heißt Hello Stranger und handelt von einem Flüchtlingsjungen, den ich vor 2 Jahren hier in Ansbach kennenlernen durfte. Er hat mir einiges erzählt, was er im Krieg alles erlebt hat und dass er nicht mehr weiß, ob seine Familie noch am Leben ist. Und es hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht und genau, hört, was daraus entstanden ist. I was running to the train, so hurried I can't explain. When I saw you standing there, suddenly I realized you are not from here. You looked so desperate, so alone, like you don't know where to go. You seemed so lost, you seemed so lost. And I said, hello stranger, I don't think you look like danger. It's nice to meet you, can't imagine where you've been through. But I can see it in your eyes, all the times that you have cried. Close your eyes, imagine that everything would be alright. And he said, it's not that easy when you don't even know if your family's still alive. I can get the memories out of my brain. Why, oh, why do I feel this pain? Do I really deserve this? Do I really deserve this? And I said, no stranger, you don't deserve this. I am sure that you are worth it, 'cause everyone is. It is just like it is. And I said, hello stranger, I don't think you look like danger. It's nice to meet you, can't imagine where you've been through. But I can see it in your eyes, all the times that you have cried, cried. People don't mind, people are so blind. They don't know what to do, so they change nothing. People are closing their eyes. I mean, it's not that child who cries. They just keep believing those lies for nothing. Goodbye, stranger. The world is a dangerous place. It was nice to meet you. Maybe I will see you again, my stranger friend, my stranger friend, my stranger friend, my stranger friend.